Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist noch dunkel draußen, auch relativ früh. Also es ist irgendwie 6:45, viertel vor sieben für die Nicht-Bayern. Also 15 Minuten vor sieben. Und viele von euch haben sich mal ein What We Eat in a Day gewünscht. Sowohl bei der Easy, aber auch ich wurde schon gefragt. Und dann dachte ich mir, wir packen das einfach hier in ein Video. Boah, ich muss erstmal mich so ein bisschen sammeln. Es ist noch so früh. Ich bin ein paar Minuten früher aufgestanden, weil, ja, damit wir es auch hinbekommen. Die Easy muss ja in die Schule. Also wir fangen jetzt mal an mit dem Video. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ja, so, ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Ich bin noch im Land der Träume. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Frühstück für die Isabelle mache. Also sie isst ja jetzt nicht jeden Tag das Gleiche, aber sie mag total gern diese Porridge Bowls vom DM. Die gehen super schnell. Die gibt es auch in anderen Sorten noch. Kommt da einfach Wasser mit rein. Ich mache noch Früchte drüber. Dann lässt man das Ganze so ein bisschen, ja, quellen. Und dann ist das nämlich auch schon fertig. Schaut immer ein bisschen komisch aus, aber es riecht schon sehr gut. So, das mache ich jetzt für die Easy fertig und dann hoffe ich auch, dass sie sich ein bisschen beeilt. Normalerweise fahre ich sie nicht zur Schule, aber heute jetzt, weil wir ja dieses Video drehen, dauert alles ein bisschen länger. Ihr müsst das einfach verrühren und dann ist das schon fertig und dann hat man doch was Anständiges im Bauch. Man kann das dann auch mit wärmerem Wasser machen, ganz nach, also je nach Geschmack halt. Ja. So, ich mache jetzt da noch ein paar Heidelbeeren drüber. Ich bin noch nicht mal geschminkt. Ich fühle mich so müde im Gesicht. So schaut das Ganze aus. Also ihr habt es ja gesehen. Eine Minute, zwei Minuten die Früchte waschen, alles ein bisschen vorbereiten und fertig. Es ist echt ein sättigendes Frühstück und ja, perfekt. Also besser als irgendwelche Cornflakes oder so. So, dann stellen wir das schon mal hin. Dann kann das noch ein paar Minuten quellen und jetzt mache ich mir mein Frühstück, vor allem mein Kaffee, Leute, mein Kaffee. Also das Wichtigste für mein Frühstück ist Kaffee. Deswegen schmeiße ich jetzt schon mal die Kaffeemaschine an und ja, ich mag immer ganz gern so einen Milchschaum dazu. Ich nehme da immer diese Hafermilch und zwar in dieser Barista Edition, dann schäumt die so ein bisschen besser auf. Muss ich halt alles mit einer Hand machen, weil das ist irgendwie auch nicht so einfach. Dann nehme ich eigentlich nur ganz wenig. Ja, die reinigt sich jetzt erst. Warten wir mal kurz. Die Easy ist jetzt schon da. Nee, das ist in der Schublade. Warte, das ist das andere. Die möchte ich jetzt noch so ein Topping drüber machen. Und das habe ich hier. Guten Morgen. Ich habe noch ein bisschen verpennt, würde ich jetzt mal sagen. Ist es so? Ja? Habe ich es richtig gemacht? Die Easy macht es normalerweise immer selber. Heute habe ich es gemacht. Guten Appetit. Also hier ist jetzt mein Toastbrot. Meistens ist das Toastbrot. Und da kommt jetzt auf eins Erdbeermarmelade und aufs andere Nutella. Ich brauche einfach Nutella in der Früh, geht gar nicht anders. Also mein Frühstück. Sehr unspektakulär und ja, Easy schon fast durch. So, Frühstück ist fertig. Ich fahre jetzt die Easy in die Schule und dann, ich hoffe, ich habe kein Nutella mehr im Gesicht. Und dann habe ich unbedingt ein bisschen Farbe im Gesicht, weil... Was Farbe im Gesicht? Ja, ich muss mich ein bisschen hübsch machen. Die Hunde wollen ja auch frühstücken und dann schauen wir mal weiter. Also, wir haben jetzt gefrühstückt und ich fahre jetzt die Easy in die Schule. Hör auf jetzt, wo bist denn du? Also ich werde hier jedes Mal, wenn ich professionell ein Video drehen möchte, merkt ihr das, gemobbt. So, und das ist die Strafe, weil du weißt ja, die kleinen Sünden straft der liebe Gott sofort. Wieso hast du deine Taschenlampe an? Dass ich was sehe. Was hast denn du alles dabei für Duftdinger? Die braucht man jetzt nicht in der Schule. Okay, also du packst dein Zeug, ich ziehe mich an und dann fahren wir los, oder? Ich glaube, die Easy hat sich noch nicht an die neuen Fächer gewöhnt. Gerade wenn man jetzt so ein Video dreht, gell, dann ist es immer super chaotisch. Normalerweise ist es nicht so, wenn ich frühstück. So, das ist die Realität. So schaut's aus. Ich frage mich wirklich, für was man mehrere solche Sprays mit in die Schule nehmen muss. Ich habe die Easy jetzt gut in die Schule gebracht und jetzt werde ich erstmal dieses Chaos aufräumen, bevor es weitergeht. Weil, ich weiß auch nicht, wo die Easy auftaucht. Das ist wie...
ein Vulkanausbruch. Also hinterher kannst du wieder von vorne anfangen. Ich weiß nicht, vielleicht versteht mich jemand, alle Mamas, Papas da draußen. Es ist einfach, was es ist. Und ja, ich weiß, ich könnte jetzt streng sein und ich könnte jetzt sagen, du gehst nicht bevor, aber nein. Also ich finde, ich sehe das ganz entspannt, das wird sich alles regeln und ich räume jetzt die paar Sachen auf, das dauert keine 5 Minuten und es ist eh schon alles anstrengend genug. Deswegen muss man sich, finde ich, nicht mit solchen Kleinigkeiten da noch beschäftigen und sagen, ich lasse das jetzt bis mittags liegen und sie macht das selber. Also, aber da hat jeder so seine anderen Erziehungsmethoden, aber ich denke mal, bei den 3 anderen hat es auch gut geklappt, also wird es für die Easy auch hinhauen. Jetzt geht's mal los. Es hat heute ein bisschen länger gedauert, gell? So, jetzt kriegt aber erstmal der Rocky sein Futter. Hier, komm her. Mal sitzen. Nein, gell? Jetzt. Ja, aber eigentlich auch ein bisschen zu früh, ne? So, und jetzt brauchst du noch was, gell? Mal sitz. Daddy, sitz. Das üben wir gerade noch ein bisschen. Sitz. Bleib. Wo bist du denn? Bleib. Nimm. Fein. Super. Ich habe mich jetzt auch mal fertig gemacht, nachdem ich oben noch ein bisschen aufgeräumt habe und so. Und ich habe jetzt dann einen Friseurtermin um 11. Meine Güte, guckt euch das mal an hier. Grau, grau. Da hilft auch kein Überbrückungsspray oder wie heißt der Scheiß? Entschuldigung. Ansatzspray. So, so schlimm ist das. Und deswegen schauen die Haare gerade noch ein bisschen schlimm aus, weil ich die immer zusammenbinde. Und dann stehen die immer so noch außen. Wisst ihr, was mein richtig doof. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich gehe gerne zum Friseur, muss auch meine Augenbrauen dann machen lassen und ich weiß nicht, manche gehen ja super gerne zum Friseur und manche sagen, nee, komm, ich gehe hin, einmal schnell schneiden, Farbe mache ich sowieso zu Hause, föhnen tue ich selber. Also ich kann das voll genießen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es bei euch ist, bin gespannt. Also ich liebe es, zum Friseur zu gehen. Wenn ich reich wäre, würde ich einmal in der Woche zum Friseur gehen und würde mir die Haare waschen lassen und schön föhnen lassen und so. Aber ich bin ja nicht reich. Also wird's wohl nix. Ich bin jetzt wieder zu Hause und jetzt zeige ich euch noch, was ich vormittags dann immer noch esse, beziehungsweise zu mir nehme. Heute, wie gesagt, gehe ich zum Friseur und da sitze ich jetzt eine ganze Zeit lang. Das heißt, unser Mittagessen wird sich auf Abend verschieben und damit ich nicht verhungere, gibt es jetzt noch einen kleinen Snack und was ich da so esse, das zeige ich euch jetzt. Ich mache mir jetzt ein schnelles Müsli noch mit den Heidelbeeren, die habe ich ja noch und ein paar Nüssen drin, ein paar so gefriergetrocknete Himbeeren sind noch dabei und dann habe ich mir meinen Vitamindrink gemacht und hier, dazu erzähle ich euch gleich noch was, nehme ich noch meine 2 Atro Complete Kapseln. Das ist jetzt so das, was ich dann als Zwischenmahlzeit immer zu mir nehme. Eigentlich relativ regelmäßig und ich mag total gern diese Alpro Vanille Milch. Die schmeckt mir total gut und das bereite ich jetzt mal zu und zeig's euch. Ich mag immer noch ein bisschen Ahornsirup drüber. So. Atro Complete unterstützt Knochen und Knorpel. Der hochdosierte Nährstoffkomplex enthält unter anderem OPC, Boswelliasäure und Silizium. Es unterstützt die gesunde Fließfähigkeit des Blutes und kann die Regeneration von Knorpeln und Knochen fördern. Das Vitamin C unterstützt die Kollagenbildung für eine normale Knochenfunktion. Und auch Silizium ist an der Knochenbildung sowie an der Bildung von Kollagenen beteiligt. Es unterstützt die Elastizität und die gesunde Funktion von Knochen und Gelenken. Atro Complete entfaltet seine volle Wirkung nach 3 Monaten. Ihr könnt es auch, so wie ich, unterstützend und ernährungsbegleitend nehmen für die Bildung von neuem Knorpel, Bindegewebe und Knochen. Irgendjemand hatte mich mal gefragt, ob ich jetzt dann auch eine Diät mache, weil ich ja
jetzt doch abgenommen habe durch den Sport oder besondere Sachen esse. Nein, ich war und bin schon immer ein Fan von intuitiver Ernährung. Ich finde es super wichtig, dass man sich da nicht irre macht und nicht verrückt macht. Ich finde ganz schlimm Shakes, Drinks, irgendwas, was in die Richtung geht. Da sind ganz schlechte Inhaltsstoffe oft drin, meiner Meinung nach. Aber so Supplements, die finde ich halt schon wichtig, weil ich meine, ich kann ja lesen, hier ist Magnesium drin, das brauche ich, Vitamin C, Hyaluronsäure, Kollagen, Zink, das sind ja alles Sachen, die, wo es schon Sinn macht, dass ich die meinem Körper zuführe. Vor allem in meinem Fall eben finde ich die Kollagenbildung wichtig für die Knochen und für den Knorpel. Ne? Also ich meine, jetzt bin ich doch über 50, bin gerade so drin, dass ich keine Lust auf Verletzungen habe, und ich glaube schon, dass man den Knochen da sehr unterstützen kann mit diesem Arthrocomplete. Ich habe jetzt keine Beschwerden, aber es heißt ja nicht immer, dass man erst was nehmen muss, wenn man irgendwelche Beschwerden hat. Deswegen holt euch das mal, schaut euch das mal an. Ich verlinke euch alles, wie immer. Ich finde es gut. So, ich esse jetzt noch auf, trinke meine Vitamine und dann geht's zum Friseur. Also ich bin fertig mit meinen Haaren. Sehr schön ist es geworden, oder? Was sagt ihr? Genau, Isi ist fertig mit Schule. Und weil es jetzt so knapp ist, holen wir jetzt was zu essen. Was magst du? Sushi, glaube ich, gell? Und noch was anderes. Irgendwas dazu. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt tatsächlich was essen will. Mein Müsli hält noch an. Wir gucken mal, oder? Und was möchtest du heute Abend? Warum hält dein Müsli so? Ja, weil ich das erst um 10:30 gegessen habe. Und was möchtest du noch heute Abend? Also geh jetzt mal einkaufen und dann zeigen wir euch das. Unbedingt mit mir einkaufen. Viel Spaß. Also die waren eigentlich eingeplant. Ja. Warum läufst du rückwärts? Ja, weil ich unbedingt. Also, jetzt kaufen wir vorne noch ein Brot. Ich habe so Hunger. Ja. Okay, Leute, wir bereiten jetzt zusammen mein Sushi vor. Also als erstes wasche ich meine Hände und dann hole ich mir ein Haargummi. Machen wir mein Sushi ready. Auf jeden Fall mache ich mein Sushi auf. Weil die hat so einen Hunger, die hält es nicht mehr aus, und ich mache jetzt noch Kartoffeln und ja, gut, die Chips. Die denken jetzt, ich esse richtig viel. Tue ich auch, Leute, tue ich auch. Ja, du wächst ja auch noch. Also die Chips hätte ich jetzt nicht gekauft. Ich hätte nur den Quark gebraucht. Den Quark. Leute, einfach das alles hier. So eine vegetarische Wurst, Chips, das und Eis und Sushi haben 21 Euro gekostet. Ja. 25 plus dieses Semmel. Genau, also wenn wir noch Eis mitgenommen, das war im Angebot, kaufe ich immer nur im Angebot. Den Quark brauche ich später noch. Magnum. Nur Mama versteht. Ach so. Egal. Was ist dumm? Das gibt's heute Abend für dich. Genau. Und Brot? Nee, wissen wir noch nicht. Vielleicht auch übermorgen. Ach so, stimmt, wenn du zum Essen gehst. Aber du hast ein Leben. Mittag Sushi, abends mit Papa zum Essen gehen. Und ich schmier mir jetzt ein Wurstbrot. Krieg ich eins. Oh, danke. So gut. Also die Isi ist jetzt rauf mit ihrem Sushi und ich mache jetzt noch diese Ofenkartoffeln. Dann kann sich da jeder nochmal nehmen. Problem ist wirklich, dass wir es eigentlich nicht schaffen, unter der Woche zusammen zu essen. Ja, mich nervt das. Frühstück schaffen wir manchmal. Ansonsten hat jeder so seine eigenen Zeiten. Wenn ich am Abend vom Sport komme, dann ist die Isi manchmal noch draußen oder sie hat noch keinen Hunger, weil sie ja erst um 2 Mittag gegessen hat. Bis um 2 halte ich aber meistens nicht aus. Also Müsli hin oder her. 2 ist mir dann auch echt zu spät. Und so, ja, haben wir wenig gemeinsame Mahlzeiten, was ich sehr schade finde. Aber ich habe keine Lösung. Also schreibt es mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Mit größeren Kindern und weiterführenden Schulen ist das ja eigentlich generell ein Problem, oder? Also wenn ihr eine Lösung habt, dann schreibt es mir mal hier in die Kommentare. Also jetzt ist es 14 Uhr und ich habe doch noch mal Hunger bekommen. Deswegen habe ich mir jetzt noch eine Kleinigkeit gemacht, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit an Essen denke. Das meinte ich eben mit intuitiv essen. Finde ich jetzt total in Ordnung. Ich meine, ich habe das Müsli um 10:30 gegessen und da darf man jetzt um 2 schon mal Hunger haben, denke ich. Für die optimale Unterstützung von Knorpel und Knochen nehme ich Arthrocomplete täglich 3-mal. Übrigens, ich mache das wirklich so, wenn ich satt bin oder wenn ich nichts mehr essen möchte, dann esse ich auch nichts mehr. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja okay, das ist ja nur Obst. Ich packe das jetzt weg, das kann man ja gut einpacken und in den Kühlschrank stellen. Aber ich höre dann auch wirklich auf, egal was es ist. Okay, kleine Sünden dürfen sein, müssen sein, oder? Also, gönnt euch mal was. Ich ziehe mich jetzt mal um und dann geht's zum Sport.
Mal gucken, ob ich euch da mal kurz mit reinnehmen kann. Ich weiß nicht. Ich glaube, das müssen wir mal extra machen. Aber wir schauen mal, was kommt denn jetzt? Die Post. Ja, gleich, sofort. Reden wir nicht über meine Gesichtsfarbe. Ich komme jetzt gerade vom Sport. Ich konnte da nicht mitfilmen. Das ist einfach, das geht nicht. Ich bin da auch so mit mir selber beschäftigt. Und ich muss das einfach mal extra machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt geduscht. Wollte euch jetzt noch die Kartoffeln zeigen, aber die sind schon fast weg. Also die Isi hat auf jeden Fall schon Kartoffeln gegessen. Ich glaube, ich habe euch die fertigen nämlich gar nicht gezeigt. So schauen die aus. Und die sind super crunchy und mit Quark schmeckt das wirklich richtig gut. Die sind jetzt noch für den Tobi und ich mache mir was anderes. Das zeige ich euch gleich. Mache mir Rührei und ein bisschen Lachs. Die sind so lecker, aber ich möchte dem Tobi jetzt nicht wegessen. Mein Abendessen habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte mir so schön Rührei machen und den Lachs und das aufs Brot und so ein bisschen Schnittlauch. Und die Eier sind alle weg. Irgendwie haben die Kinder die Eier aufgebraucht. Ich war mir sicher, wir haben noch welche. Ich habe jetzt keine Lust mehr, welche zu holen. Ich bräuchte jetzt nur zu den Nachbarn, aber ich bin jetzt schon im Schlafanzug. Nee. Ich zeig's euch mal. Vielleicht mache ich mir später nochmal ein Müsli. Hunde habe ich übrigens gerade gefüttert. Aber die haben dasselbe bekommen wie heute Vormittag. Gaberti. Er kann nicht glauben, dass der Napf leer ist. Naja. Also, ja, das ist jetzt mein Abendessen. Also, es ist lecker. Es schaut jetzt halt nicht so fancy aus. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich mir noch ein Müsli. Oder ein Eis. Ich habe ja Eis gekauft. Wir werden sehen. Ich muss euch gestehen, ich esse ganz gern dann mal am Abend auf der Couch und dann schaue ich, also wenn ich so wie heute früh zum Sport gehe, dann schaue ich dieses Wonderful First Dates an und danach das perfekte Dinner. Ich feiere es irgendwie. Ich denke mir, ich überlege mir dann immer, wie wäre das denn, wenn ich jetzt da wäre? Wen würden mir die denn vorschlagen? Ja, keine Ahnung. Also jetzt esse ich aber erstmal. Isi hat sich hier noch vegetarisches, wie heißt das, Hähnchen irgendwas gemacht. Und vegan. Die restliche ist vegan. Ja, auf jeden Fall hier. Das ist Isis Essen. Also Isi hat noch 5 Frösche gegessen. Also keine, wie sie es anhört. So Haribos und 2 Magnum-Eis. Ich wollte jetzt auch noch eins essen. Ich hoffe, es ist noch eins für mich da. Ja, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall mein Eis. Habe mir hier meine Decke schon hingelegt und mehr esse ich dann auch nicht mehr. Die Isi ist noch. Und was wolltest du heute noch essen? Deine Chips? Yes. Naja. Okay, also Isi isst noch Chips, hat sie aber das... Aber nur die Hälfte, Leute. Nur die Hälfte, genau. Ja, das war's. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wollte ich schon ewig mal machen. Ich habe gar nicht gekocht. Habt ihr es gemerkt? Ich habe gar nichts gekocht. Doch, ich habe gekocht. Ich habe die Kartoffeln gemacht. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Lach mich. Die lacht ihr einfach da hinten. Über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Genau. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Isi sagt auch Tschüss. Ciao.